zack, 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 Hey, ja, BVB! Hey, ja, BVB! Hey, ja, hey, ja, hey, ja, BVB! Ihr fahrt 700 Kilometer für ein Fußballspiel. Die Antwort kann nur sein, das ist nicht nur ein Fußballspiel, das ist die Atmosphäre im Stadion, das ist die gelbe Wand, das ist Zusammenhalt, Erleben, pur Stimmung. Das sind auch 700 Kilometer, finde ich, nicht weit. Wir haben einen ziemlich, Entschuldigung, geilen Bus hier, in dem wir sitzen können. Mit dem fahren wir, da haben wir eine Gemeinschaft. Und nicht nur das Stadion macht das aus, das Ganze. Fahrt, Anfahrt, Diskussionen, geile Truppe. Und man muss, glaube ich, auch noch dazu sagen, ich habe auch schon einige Bekanntschaften jetzt gemacht in den letzten Jahren. Dortmund und so weiter, was mich auch extrem fasziniert hat, wie man da aufgenommen wird und gleich ein freundschaftliches Verhältnis aufbaut. Das habe ich so selten irgendwo erlebt und das hat mich schon auch mitgenommen und es wurden schon so viele Freundschaften geschlossen und das ist schon Zusammenhalt in der Fanszene, was seinesgleichen sucht. Okay, natürlich sagen die Freunde und Kollegen, seid ihr noch ganz sauber oder seid ihr bekloppt, so lange zu fahren für 1,5 Stunden Fußball zu sehen, aber ich glaube schon, dass das beim BVB Liebe auf den ersten Blick ist und auch der Slogan vom Verein dazu spricht, echte Liebe, das hat einen absolut in den Bann gezogen und dann, wie man es in manchen Fanliedern auch hört, egal wohin es geht, es ist kein Weg zu weit und so leben wir das Woche für Woche und versuchen so viele Spiele wie möglich mitzunehmen, egal was andere Leute sagen oder denken, das geht mir. Ich sage jetzt nicht, wo vorbei. Gegen Juventus. Unglaublicher erster Ballkontakt von Lars Ricken. Das ist der Lupfen jetzt, war, oder? Lupfen das, jetzt. Das war der Moment, wo ich, bei dem ich den BVB ins Herz geschlossen habe. Ja, das war bei mir schon auch ähnlich. 1997, das hat mich schon auch extrem geflasht und auch Kalle Riedle ist bei mir immer in den Gedanken hängen geblieben mit seiner Kopfballgefahr und allem. Und ja, ich glaube, wenn man einmal BVB-Fan war, und das ist bei mir auch schon einige Jahre zurück, dann hat einen das in den Bann gezogen und da kommt man nicht mehr raus, bis man, glaube ich, unter der Erde liegt. Hinreißend finde ich einfach die Fanclub-Kultur im Stadion. Egal, ob wir verlieren oder gewinnen, es war oder ist immer noch herrlich. Ja, die Mannschaft wird immer nach vorne gepeitscht und das macht für mich auch den BVB-Fan aus, in guten wie in schlechten Zeiten. Zack, 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 zack.
diskutiert haben. Es ist eigentlich schon ein langes Thema. Immer wieder haben wir darüber geredet, oder? Sollen wir sowas machen? Ja, lässt sich sowas überhaupt umsetzen? Lässt sich sowas umsetzen? Weil das ist ja eigentlich fast schon möglich. Allein schon die Idee war schon genial eigentlich. Und da war ja das mit der Choreo, das war ja ein Choreo vom Champions League-Spiel gegen Malaga von der Ultras, oder? Da muss man das Einverständnis von den Ultras mal einholen, ob die überhaupt damit einverstanden sind, wenn wir das auf unserem Bus machen. Das haben sie dann dankenswerterweise eingewilligt, weil wir spenden ja auch immer für die Choreografien von den Ultras oder von der Bündnis Südtribüne, wenn wir das klasse finden. Vor der Verlierung prinzipiell war ja, der Bus war grau. Der Bus war in langweiligem Grau. Er wurde komplett umlackiert, abgeschliffen, umlackiert, schwarz-gelb. Foliert dann. Innen, wenn man dann die ganzen Lichter oben und unten sieht, sie wurden alle ausgetauscht. Also das waren andere Farben, da wurden die LEDs ausgetauscht. Oder da, wenn man jetzt noch schon den Tisch anschaut, oder den Kühlschrank. Es darf nichts in schwarz-gelb fehlen. Man misst aber die Stunden, die man dafür investiert hat, die weckt man nicht auf. Man macht es gerne. Aber jetzt, wenn wir hier im Bus sitzen, ist doch traumhaft, da müssen wir anstoßen nochmal auf den Bus. Gibt nichts Genialeres. Gesagt. EAB, VB, unser Bus. So ein Jude Bellingham, also der fasziniert mich so dermaßen und sieht, glaube ich, auch dementsprechend die ganze Truppe mit in seinem jungen Alter noch. Keine Frage, das ist ein Vorbild für alle jungen Spieler vor allem. So spielt man Fußball. Aber ich glaube, wenn der Kern der Truppe fit ist und wir nicht so Verletzungssorgen wie wir aktuell haben, dann kann die Reise diese Saison sehr weit gehen. Endlich wieder da. Das Leisten war alles blau. Die Einstiegsleisten, da waren alle blau, musste man nicht ausreißen. Habt ihr das selbst gemacht? In eigener Regie, ja. Innen und außen haben wir alles in eigener Regie gemacht. Haben einen Folierer, Lackierer, den ganzen Lack besorgt. Habt ihr alle Gewerke da gehabt? Ja. Unglaublich. Aber auch unglaublich schön. Ja. Zum Beispiel die waren im Blau, das ist ein Plastik, das haben wir mit dem 3D-Drucker noch irgendwie hinbekommen. Weil die kriegst du nicht mehr zum Nachbestellen. Oder so. Verrückt.